Der Platz in unserem Nähzimmer reicht fast nicht, um alles auf einen Tisch zu bekommen, was zur neuen Husqvarna Viking Designer Epic 3 dazugehört. Wir haben es jetzt trotzdem mal versucht und wollen Ihnen zeigen, was das neue Flaggschiff von Husqvarna Viking so zu bieten hat. Herzlich willkommen in unserem Nähzimmer. Von hier aus zeigen wir Ihnen Tipps und Tricks rund ums Nähen, Sticken und Plotten. Wenn Sie keins dieser Videos mehr verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke. In diesem Video geht es um eine neue Näh- und Stickmaschine und ich habe mir Verstärkung geholt, weil der Umfang für dieses Teil ist einfach fast schon zu groß, um das in ein Video zu packen. Und deswegen wollen wir gemeinsam mal so ein paar Punkte von der Epic 3 durchgehen. Ja, hast du denn irgendwelche Fragen zur Epic 3, die ich gleich ansprechen soll? Weil ich muss sagen, wenn ich sie sehe, weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also ich glaube, eins der wichtigsten Infos, die vielleicht auch für viele ganz interessant ist, ist, wie groß sie dann auch sticken kann, weil es ja eine Nähstickkombination ist, mit was für Dimensionen wir hier arbeiten können, weil sie ja doch nicht unbedingt das kleinste Modell ist. Ja, also sie ist jetzt die größte Husqvarna Viking Designermaschine. Designer heißt ja immer, dass es ein Kombimodell ist, das auch sticken kann. Und man sieht schon an der Optik, dass sich was getan hat. Die Modelle haben jetzt immer relativ ähnlich ausgesehen, sind halt nur immer etwas größer geworden. Jetzt hat sich einiges verändert, aber der Stickbereich beträgt jetzt, wenn du mit dem normalen Stickrahmen stickst, 26 x 46,5. Wir haben den da. Mhm. Der steht hinter dir, den kannst du mal aufholen. Wie groß dieser Rahmen eigentlich ist. Wir passen auch zu zweit rein. Also, das ist der Rahmen, den man in einem Durchgang verwenden kann zum Sticken. Sie kann aber noch größer. Es gibt einen optionalen Rahmen, der kann dann 45 x 46 cm sticken. Den muss man allerdings zwischendurch einmal umdrehen. Mhm. Also, da wird das Stickmuster geteilt. Die Maschine weiß es dann, dass dieser Rahmen dran ist und zeigt auch genau an, wann man diesen Rahmen drehen muss und passt das Motiv eigentlich perfekt zusammen. Da gibt es fertige Motive, die kann man sich dann auch bei MySonnet herunterladen oder man kann das Ganze mit der Software dann auch selbst teilen. Ja, der große Rahmen ist dabei, es ist auch noch ein etwas kleinerer Rahmen dabei. Bis hin zum ganz kleinen. Was manchen, vor allem Nutzern von Husqvarna Viking, vielleicht gleich auffällt, die haben jetzt eine andere Rahmenhalterung. Mhm. Das liegt daran, dass das Stickmodul sich jetzt auch sehr verändert hat. Im Endeffekt kann man es ja gleich erkennen. Wir haben jetzt hier so einen freien Bereich. Die Epic 3 kann nämlich freiarm sticken. Das heißt, ich kann ein T-Shirt auf meinen Rahmen aufziehen, so dass ich die Halsöffnung hier habe, kann das dann einspannen und das Projekt bewegt sich hier um den Freiarm herum und ich kann das Ganze besticken, ohne dass ich das T-Shirt immer so nach oben zur Seite halten muss. Das ist natürlich sehr praktisch, dass das jetzt auch möglich ist bei der Maschine. Ja. Deswegen ist im Lieferumfang gleich so ein Teil enthalten und das kommt dann den Nutzern von Husqvarna Viking bekannt vor. Das ist die alte Rahmenhalterung, die dann quasi hier angesetzt wird, damit man auch die Rahmen, die man vielleicht schon hat, weiter benutzen kann. Fand ich wichtig, weil im Laufe der Zeit hat man doch so eine gewisse Sammlung an Zubehör auch. Und es ist toll, dass die Maschine jetzt frei abstecken kann, aber ich möchte deswegen dann nicht meine alten Rahmen entsorgen und neue kaufen. Also kann man weiterhin benutzen. Das Stickmodul und die Maschine sieht insgesamt ein bisschen anders aus. Wir haben dann dabei deswegen auch noch diese Zubehörteile. Eins liegt vorne. Das ist der kleine Anschiebetisch, wie man es eigentlich kennt, der bei der Nähmaschine immer dabei ist. Da versteckt sich auch ein Teil des Zubehörs drin. Da ist wieder jede Menge dabei für die verschiedenen Nähtechniken. Und da kann ich dir dann gleich noch was erzählen. Die Maschine erkennt sogar, welcher Fuß montiert ist. Das ist natürlich sehr praktisch dann. Ja. Das ist auch eine Sicherheitsfunktion. Dann genau, irgendwo. Ich muss ihr nicht eingeben, was ich montiert habe, sondern sie hat einen integrierten Scanner, also eine Kamera, die hier verbaut ist, die sieht, welcher Fuß montiert ist. Das zeigen wir dann in der Nähe noch, wenn wir so ein bisschen in Richtung Sticken und Projektor gehen.
Im Moment, man sieht es wahrscheinlich am Display nicht, zeigt sie nämlich sogar an, dass kein Nähfuß montiert ist. Also Sicherheit geht immer vor, dass man da nichts falsch machen kann. Kommt aber noch so ein Teil dazu. Ich halte es jetzt mal hier so. Das ist auch ein Anschiebetisch. Das heißt, ich kann den kleinen abnehmen und kann einen größeren montieren. Der ist gleich dabei. Und der kann sogar montiert werden, wenn das Stickmodul dran ist. Und dann habe ich wieder die geschlossene Oberfläche, wie ich es quasi von der Epic 2 schon kenne. Das Ganze stabilisiert den Rahmen. Wenn ich jetzt den großen Rahmen benutze, du kannst den ja nochmal schnell holen. Der ist ja ziemlich lang. Wenn man den hier durchschiebt, wäre der so tief und hätte hier ja dann keine Auflagefläche. Und wenn man große Projekte hat, gibt es sogar noch zwei zusätzliche Flügel, die man anstecken kann, um das Ganze nochmal so zu verbreitern. Dass es einfach stabiler ist, dass der Rahmen nicht so sehr vibrieren oder wackeln kann, dass ich auch bei größeren Projekten einfach eine gute Stabilität habe, dass hier dann meine Maschinen und auch mein Stick dann nicht drunter leiden. Ja, das ist nämlich das Problem, wenn ich größere Rahmen habe. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich meinen Stoff nicht mehr fest einspannen kann. Deswegen sind die Rahmen auch anders jetzt von der Form, dass sie wieder besser halten, und zusätzlich kann man noch die weiteren Teile anbauen. Genau, jetzt haben wir ja einmal besprochen, wie groß die Maschine jetzt mittlerweile tatsächlich sticken kann, was hier möglich ist. Dadurch, dass ja auch der Teil, der sozusagen als Nähmaschine ja auch genutzt werden kann, auch hier sehr groß ist, wie viel Platz haben wir denn effektiv jetzt hier zum Arbeiten? Also sie kann nicht nur groß sticken, sie kann auch groß nähen. Wir haben jetzt hier 31 cm Platz rechts der Nadel. Und was auch neu ist, ist eine Skala auf dem Freiarm, nicht nur in den Kunststoff irgendwie eingraviert, sondern auch eine verlängerte Metallplatte. So wie bei der Stichplatte, das ist das gleiche Material. Und hier habe ich auch nochmal die Zahlen. Sie kann 9 mm breit nähen. Und auch im Nähbereich ist noch was Neues dazugekommen. Wir haben jetzt hier so einzelne Stichmuster, die genäht sind. Ich halte jetzt den Baum auch noch falsch rum, so rum. Die sind mit der Nähmaschine gemacht und nicht gestickt. Und auch hier hilft dieser Laser, den ich vorhin schon angesprochen habe, der einem genau sagt, wie man den Stoff drehen muss, um die nächste Linie zu nähen. Und man näht für dieses Muster eigentlich immer nur geradeaus. Und dreht den Stoff dann nadelversenkt wahrscheinlich und dann passe ich mich wieder an die Laser. Die Maschine sagt mir, wann ich meinen Stoff drehen muss. Ich muss quasi nur den Anweisungen der Maschine folgen. Sie zeigt mir, wie weit ich meinen Stoff drehen muss, und dann kann ich solche Stiche nähen. Und ich denke, wir sollten einfach mal diesen Projektor einschalten, damit man mal sehen kann, wie das Ganze funktioniert. Wir schauen uns jetzt zusammen den Projektor, den die Maschine mit inbegriffen hat, an. Damit kann ich Stickmotive auf meinen Stoff projizieren. Genau, unter anderem, man könnte ihn auch im Nähmodus benutzen. Jetzt haben wir erstmal den Stickmodus. Ich habe jetzt einfach mal einen dunklen Stoff eingespannt und ein Motiv geladen. Und dann gibt es rechts außen ein Symbol. Das sieht eigentlich wirklich aus wie ein Projektor. Da tippt man drauf. Dann muss man ihn nochmal einschalten. Dann geht er an. Die Beleuchtung der Maschine geht dann automatisch ein bisschen runter, damit der Kontrast besser wird. Sieht man hier jetzt nicht, weil wir die Grundbeleuchtung ganz am Anfang schon reduziert haben, weil mit der vollen Ausleuchtung, die die Maschine schafft, kann man hier kaum noch was erkennen im Video. Und jetzt habe ich einen Bereich von meinem Stickmuster auf den Stoff projiziert. Genau, das heißt, ich sehe jetzt hier wirklich schön, wie mein Motiv an der Stelle von meinem Stoff dann halt gestickt werden würde. Also es wird nicht das ganze Motiv projiziert, sondern immer dieser Ausschnitt. Den kann ich aber auch anpassen. Wenn ich jetzt positioniere zum Beispiel, brauche einen anderen Bereich von meinem Stickmuster, kann ich das Ganze auch verschieben. Wenn ich zum Beispiel bei dem Muster sind oben so kleine Blüten dran, wenn ich die zum Positionieren brauche, kann ich das auch anfahren. Und jetzt kann ich das Ganze passend auf meinem Stoff ganz einfach hin und her schieben. Ja. Also er positioniert erst das Bild an sich um und dann rutscht er mit dem Rahmen hinterher dann. Und hier bin ich jetzt im Bearbeitungsmodus. Wenn ich das Ganze schon mal vorbereitet habe, kann ich da auch wieder rausgehen. Und wenn ich dann ins Sticken wechsle, kann ich das Ganze mit dem Positionieren nochmal überprüfen und kann auch da wieder den Projektor einschalten. Ich wechsle jetzt mal komplett zum Sticken und dann kann ich den Projektor auch hier weiter benutzen.
Ich kann ihn quasi als Vorschau nutzen, um zu schauen, wie schaut mein Motiv auf dem Stoff aus. Mhm. Kann ihn aber auch zum Positionieren benutzen, wenn ich ganz exakt irgendwo hin möchte. Zum Beispiel über eine Hemdtasche auf oder solche Sachen. Ja, oder auf einem Hemdkragen. Ich kann ja auch das Hemd mit dem Kragen mit Kleber im Rahmen fixieren und dann, wenn ich eine Blume draufstecken will, genau dorthin schieben. Das ist natürlich sehr praktisch, weil ich einfach sehe, wo es positioniert ist und muss nicht gegebenenfalls mit Nadelpositionen oder sowas arbeiten, sondern ich sehe effektiv von der Maschine angezeigt, was, wo sie dann stickt. Ja, ich habe eine Vorschau quasi. Du kannst jetzt mit dem Projektor positionieren. Du kannst aber auch, wie wir es bei der Epic 2 schon mal gezeigt haben, mit einer App positionieren. Mhm. Das heißt, du fotografierst deinen Stoff mit einem Smartphone oder einem Tablet, schickst das Motiv an die Maschine, denn die ist ja WLAN-fähig. Mhm. Das heißt, ich kann eine Verbindung herstellen zu meinem mobilen Gerät, aber über diesen WLAN-Zugang kann die Maschine noch viel mehr. Das eine sieht man jetzt auch gerade ganz schön. Wir haben hier nämlich den roten Punkt. Sie weist uns also immer darauf hin, wenn es irgendwas gibt, was man anschauen sollte oder was man machen sollte. Wenn man drauf geht, landet man beim MySonnet-Blog, wo ich jedes Mal eine Inspiration angezeigt bekomme. Also das sind die Projekte, die man teilweise ja auch bei Husqvarna auf der Website sehen kann oder die auf Instagram mal gepostet werden. Ich bekomme die hier vorgeschlagen und kann sagen, oh, das ist jetzt aber süß, das schaue ich mir mal an, das arbeite ich vielleicht gleich direkt nach. Also ich habe hier Möglichkeiten nochmal für neue Projekte, für Ideen und so weiter. Durch das WLAN habe ich die Möglichkeit, auf den Husqvarna-Blog und auf MySonnet zuzugreifen, um mir hier dann halt auch nochmal neue Projekte, Inspirationen oder halt auch Dateien runterzuladen. Das auf jeden Fall. Also die einfachste Funktion, die MySonnet eigentlich hat, ist, dass ich Stickmuster von meinem Rechner an die Maschine übertragen kann. Ich kann aber direkt von der Maschine aus auch auf die Library zugreifen von Husqvarna Viking und kann mir dort Stickmuster aussuchen, direkt von der Maschine aus sofort runterladen und direkt lossticken. Also hat man einfach hier eine große Auswahl, auch nochmal für Leute, die gern neue Sachen ausprobieren, habe ich immer Zugriff auf neue Ideen und Dateien. Genau. Und für zum Ausprobieren ist auch so ein Probeabo dabei, wenn du die Maschine kaufst. Über 90 Tage, dann kannst du das Ganze ausprobieren. Dann ist auch die Software dabei. Das heißt, man könnte auch eigene Motive entwerfen und an die Maschine schicken. Wenn ich mich dann entscheide, ich möchte das nicht, ich möchte keine Vollversion von der Software dazu, dann lasse ich das Abo auslaufen, habe aber dann immer noch die Basisfunktionen. Ich kann weiterhin Stickmotive an die Maschine senden. Ich kann weiterhin im Blog stöbern und mir die Projekte dort runterladen und benutzen. Ich kann halt nur nicht mehr den vollen Umfang von der Sticksoftware zum Beispiel nutzen. Das ist dann halt für jeden einfach, wie er es möchte, kann er sich das dann halt dementsprechend einrichten. Und man ist auch ganz flexibel, man kann jederzeit wechseln. Man kann jederzeit sagen, ich möchte jetzt wieder mit Software arbeiten, dann mache ich halt so ein Abo oder ein Upgrade. Du hast uns ja gerade an der Maschine gezeigt, dass man auf den Husqvarna-Blog zugreifen kann und hast auch MySonnet angesprochen. Was genau ist MySonnet? Ja, MySonnet ist eine Cloud-Lösung. Das heißt, ich habe verschiedene Geräte, die miteinander kommunizieren können und es läuft alles an einer Stelle zusammen. Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen komplex im ersten Moment, wenn man es betrachtet. Aber ich habe diverse Apps. Ich kann mit den Apps, die ich mir runterladen kann für Husqvarna Viking über einen Google Play Store oder über einen App Store, zum Beispiel ganz einfache Grafiken abfotografieren und in ein einfaches Stickmuster umwandeln. Ich kann eigene QR-Codes erstellen. Also ich finde es immer ganz, ganz nett, auf ein Projekt einen QR-Code zu sticken, der dann mit irgendeiner Botschaft hinterlegt ist. Und es geht dann mit dem Smartphone eigentlich ganz einfach. Die Maschine ist über WLAN mit der Cloud verbunden. Ich kann Stickmuster hin und her schicken. Ich kann aber sogar von unterwegs aus mit einer App mir überlegen, was ich als nächstes gestalte und dieses Projekt auch abspeichern, dann schon mal losschicken und wenn ich zu Hause bin, schalte ich die Maschine ein, rufe das ab und kann sofort loslegen. Und zusätzlich habe ich die Verbindung zur Software, das heißt, ich kann an meinem Windows- oder Mac-Rechner die Husqvarna Viking Sticksoftware benutzen in verschiedenen Stufen. Die gibt es für Einsteiger oder die Vollversion dann irgendwann. Und da kann ich meine eigenen Motive entwerfen und an die Maschine schicken.
Ich kann aber auch über diesen Cloud andere Stickmuster verschicken. Also das muss jetzt nicht von der Husqvarna Viking Software sein, sondern ich habe vielleicht auf meinem Rechner noch alte Muster von Vorgängermodell mit einem anderen Format. Das kann ich auch mit der Cloud übertragen. Also Sie sind nicht auf das Husqvarna-Format sozusagen festgelegt, nein, sondern sind da multiformatfähig dann in der Cloud, um die dann halt auch zu verwenden dann. Ja, also ich bin komplett flexibel eigentlich. Wenn mein Gerät, also meine Stickmaschine und meine anderen Geräte miteinander verbunden sind über die Cloud, kann ich quasi hin und her kommunizieren. Und meine Daten sind deswegen trotzdem geschützt. Also da kann nur ich drauf zugreifen und kein anderer. Es sei denn, ich gebe das frei. Ich kann zum Beispiel Projekte mit einer Freundin teilen, wenn ich das möchte. Das ist natürlich auch schön, dass man sich da ein bisschen austauschen kann. Ja, da muss man nicht zusammensitzen, sondern sie kann an ihrer Stickmaschine sitzen, ich kann an meiner Stickmaschine sitzen und kann sagen, ich habe dieses Projekt entworfen und ich teile das jetzt mit dir. Das ist eine schöne Idee. Da kann man quasi gemeinsam arbeiten mit der Epic 3. Jetzt haben wir ja ziemlich viel über Sticken gesprochen, aber sie kann ja auch nähen. Wir wechseln jetzt einfach mal zum Nähen. Der Maschine hat es jetzt auch zu lange gedauert. Die ist nämlich in den Ruhemodus gegangen. Den wecken wir jetzt gleich wieder auf. Und dann können Sie sehen, wie schnell man vom Sticken zum Nähen wechseln kann. Und wir waren jetzt hier ja schon im Stickmodus, haben wir aber nicht gestickt. Wir gehen also wieder zurück. Dann möchte die Maschine, dass wir den Rahmen entfernen. Den kannst du ja jetzt mal abnehmen. Das ist hier einfach nur drücken und dann lässt er sich nach oben hin schön einfach entfernen. Geht ganz einfach. Ich sage ihr, dass ich es gemacht habe. Jetzt fährt sie den Arm erstmal nach links. Und ich kann hier oben über das Nähsymbol einfach zum Nähen wechseln. Man hat jetzt noch ein leichtes Klacken gehört. Das heißt, der Transporteur ist jetzt wieder einsatzbereit zum Nähen. Der wurde ja vorher versenkt, dass wir sticken können. Und im Startbildschirm zum Nähen habe ich immer verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Da ist der Nähberater sofort einsatzbereit, beziehungsweise bei der Epic 3 heißt das Ganze JoyOS Advisor. Das ist eine Verbesserung vom Nähberater, wie man ihn von Husqvarna Viking kennt, von den niedrigeren Modellen oder von den reinen Nähmaschinen. Und ich kann hier mein Material auswählen und die Technik. Dann nimmt die Maschine die ersten Einstellungen für mich schon vor. Wenn ich antippe, ich habe dehnbare Stoffe, reduziert sie automatisch den Nähfußdruck. Muss ich überhaupt nichts dafür machen. Wenn ich einfach nur loslegen will, weil ich entweder noch nicht weiß, was ich machen will oder meine ganz persönlichen Wünsche einstellen möchte, drücke ich auf Start New bzw. starten dann, wenn sie auf Deutsch stehen sollte und bekomme dann hier die ganz normale Nähansicht. Und kann hier dann meine eigenen Einstellungen vornehmen. Ja. Also ich bin immer flexibel, ich kann mir vom Nähberater helfen lassen, wenn ich möchte. Ich kann es aber auch einfach überspringen. Und hier oben hat die Maschine jetzt erkannt, beziehungsweise sie zeigt halt an, dass ich noch keinen Nähfuß montiert habe. Jetzt machen wir mal einen hin und schauen wir mal, wie der Projektor dann aussieht, wenn wir den starten. Jetzt nehmen wir uns einfach den dunklen Stoff, gerade vom Sticken. Da kann ich dir gleich noch zeigen, wie einfach das geht bei Husqvarna Viking mit dem Öffnen vom Stickrahmen. Das sind Schnellspannklammern, die muss ich nur aufziehen. Jetzt ist die Rahmenspannung gelöst und ich kann den inneren Rahmen einfach rausdrücken, ohne dass ich lang schrauben muss. Jetzt haben wir einen schönen dunklen Stoff. Und wie es bei den anderen Näh- und Stickkombis eigentlich auch schon war bei Husqvarna Viking, ich muss das Stickmodul nicht abnehmen zum Nähen. Ich kann es einfach dran lassen und vor allem bei der Größe ist der Arm eh so weit nach links gefahren, dass ich hier eine riesen Nähfläche habe. Ich könnte jetzt auch den Anschiebetisch montieren, um meine Fläche nochmal zu verbreitern zum Nähen. Kommt bei mir immer aufs Projekt drauf an. Wenn es schnell gehen muss, dann lasse ich auch den Freiarm so. Und jetzt kann ich genauso wie im Stickmodus über das gleiche Symbol auch wieder den Projektor starten. Drauf tippen, dann geht das Fenster auf und auch hier wieder der kleine Schieberegler, um das Ganze zu starten. Dann habe ich hier zum Beispiel das Fach, das ich noch öffnen kann. Und hier verbirgt sich dann die Hintergrundfarbe. Ich habe die Helligkeit und die Farbe, die ich anpassen kann.
Da muss ich sagen, kommt es immer so ein bisschen auf den Stoff an, den man benutzt. Da hilft ausprobieren. Mhm. Einfach mal irgendeine Farbe drücken und mal schauen, wird es dann besser, reicht es für das, was ich machen möchte. Und ich finde jetzt auf dem dunklen Jeans ist eine helle Projektionsfläche besser, damit ich erkennen kann, was ich jetzt machen kann. Ja. Dann kann ich das auch einfach wieder wegdrücken. Ich habe jetzt die Farbe ausgewählt. Dann drücke ich auf OK, gehe das Fenster zu. Mhm. Und ich könnte auch weitere Linien noch einstellen, um das Ganze anzupassen. Lege jetzt den Stoff mal ein bisschen weiter nach hinten. So. Wir senken dann auch noch den Nähfuß ab, dann hält die Maschine das Ganze jetzt ein bisschen fest. Und mit den anderen Fächern, die hier aufgehen, kann ich noch mehr einstellen. Und ich kann wie am Tablet an meinem Bildschirm auch einfach wischen, wenn es mal vom Platz her nicht ganz drauf passt. Und könnte jetzt von dem Gitter auch wieder die Farbe anders einstellen. Kann man auch die Größe des Gitters verändern, dass jetzt hier die kleinen Quadrate, die wir hier natürlich dann dementsprechend haben, vielleicht auch an ein bestimmtes Maß hat, an vielleicht wenn ich jetzt auch quilte oder sowas, wenn ich einen gewissen Abstand benötige, sage ich ein Viertelinch oder ähnliches, kann ich hiermit einstellen. Kann ich einstellen, das kommt ja gleich unten drunter. Die Gittergröße zum Beispiel kann man sofort erkennen. Du kannst es auch verschieben. Mhm. Also wir haben ja eh viele Nadelpositionen, deswegen bin ich da schon flexibel mit den 9 mm Stichbreite. Genau, das sieht man jetzt hier ganz schön. Und zusätzlich kann ich das Gitter verschieben und ich habe ja noch die rote Linie, die mir anzeigt, wo ich nähe. Mhm. Und so kann ich eigentlich alles, was es drin gibt, meinen Bedürfnissen anpassen. Also die rote Linie ist sozusagen meine Nadelposition und das Gitter ist dann einfach für mich eine Hilfe, um dann halt hier eventuell halt anzulegen. Genau, das passt man immer seinem Stoff an, damit man eben das, was man nähen möchte, ganz einfach nähen kann, ohne dass man oben ein Lineal montieren muss oder irgendwo abmessen muss. Ich kann mich immer nach dem Gitter richten. Okay. Kann ich die Farbe von der roten Linie auch verändern oder ist die immer rot? Das geht natürlich noch weiter hier unten. Einfach immer das nächste Fach aufmachen und dann kann ich hier die Farbe ändern. Okay. Das ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hätte halt jetzt einen roten Stoff, wäre es halt schade, wenn ich jetzt die Farbe nicht verändern könnte. Das sieht man nicht besonders viel mit einer roten Linie. Aber es wird als Standard oft rot mit der Kombination mit grün gewählt, weil der Kontrast am höchsten ist und da man auf den meisten Stoffen eigentlich das beste Ergebnis hat. Mhm. Du kannst dir von dem Projektor aber nicht nur die rote Linie anzeigen lassen, die dir quasi zeigt, wo du hinnähen musst. Du kannst dir auch eine Vorschau von einem Stich auf den Stoff projizieren lassen. Dafür nehme ich jetzt einen anderen Stoff, weil auf dem groben Denim kann man da relativ wenig erkennen in der Kamera. Ich nehme jetzt einen einfarbigen Stoff und suche einen Zierstich aus. Ich nehme jetzt mal den. Und dann wirft dir die Maschine eine Vorschau von deinem Stich auf den Stoff. Und auch wenn du hier was veränderst, bekommst du das direkt angezeigt. Also reduziere die Stichlänge zum Beispiel. Nehme jetzt mal noch die Breite, das sieht man vielleicht schneller. Mhm. Also es ist nicht einfach nur der Stich, der abgespeichert ist, sondern alles, was du mit dem Stich machst, wird dir auch sofort auf den Stoff geworfen. Also Display und Projektion sind in dem Sinn hier gleich. Und ich kann dann halt an meinem Stoffmuster oder halt dann schauen, ob das halt zu meinem Projekt passt. Genau. Ob der Zielstich eventuell auch auf zu meinem Stoffmuster dann, wenn da auch irgendwie eine Musterung, ein Print oder was drauf ist. Sonst muss man halt immer so ein bisschen ausprobieren, wenn man was ganz Passendes zu seinem Projekt haben will. Und so, natürlich muss ich eine Probenaht machen, wenn ich ein spezielles Garn benutze, aber ich habe viel mehr Möglichkeiten, die verschiedenen Stiche zu probieren, denn sie hat ja jede Menge verschiedene Zierstiche, die Maschine. Mhm. Es ist gar nicht so einfach, immer den perfekten rauszusuchen. Ja. Ein weiteres tolles Feature, was die Maschine hat, ist der Einfädler. Ja, bis wir allerdings da angekommen sind, zeige ich dir noch was anderes. Also wir werden jetzt nicht nähen, wir wollen noch ganz viele Videos mit der Epic 3 machen, mit den verschiedenen Möglichkeiten. Heute wollten wir sie erstmal nur vorstellen. Aber wenn du mit dem Nähen anfangen willst, natürlich fängst du mit dem Einfädeln an. Dann gibt es hier oben den integrierten Fadenbaum. Also ich habe immer die perfekte Garnführung, ohne dass ich irgendwelches Zubehör noch montieren muss, dahinter oder obendrauf. Und kann hier sogar die großen Konen abstellen. Fang mit dem Einfädeln an.
Und wenn ich hier unten angekommen bin, dann muss ich nur auf die Einfädeltaste drücken und die Maschine macht das dann automatisch für mich. Das ist super. Dann fädel ich jetzt mal schnell einen Faden ein, dass man sehen kann, wie das funktioniert. Wenn ich hier unten über der Nadel angekommen bin, muss ich den Faden nur noch einzwicken und dann einfach auf die Taste drücken und den Rest macht die Maschine für mich. Fertig eingefädelt und einsatzbereit. Sehr einfach. Jo. Jetzt ist die EPIC 3 fertig eingefädelt. Wir können uns intensiv mit ihr beschäftigen. Das haben wir ja auch schon öfter angesprochen. Bei Husqvarna Viking gibt es ganz viele exklusive Stichtechniken, die man sonst bei anderen Herstellern nicht findet. Bin ganz gespannt auf diese neuen lasergeführten Stiche. Aber wir haben hier noch so ein Beispiel, was wir früher mal mit einer Husqvarna Viking genäht haben. Auch solche Pop-up- und Applikationsstiche sind wieder enthalten. Und die anderen Funktionen werden wir natürlich alle auch noch ausprobieren. Ja, das waren unsere ersten Informationen zur EPIC 3. Weitere Beiträge bzw. Video werden sicher folgen. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keins unserer Videos mehr verpassen. Wir haben auch zur EPIC 3 bereits eine Podcast-Folge. Die Podcast-Folgen finden Sie auch hier auf YouTube. Einfach oben in der Leiste auf Podcast wechseln und sich einmal anhören. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nähen und Sticken und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie uns ein Like.